Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Security Hole. Ja, durch die FF-Mods konnte ich immer noch nicht aufnehmen, deswegen sind wir wieder zurück. Nur kurz zur letzten Folge hatte ich das Problem, dass ich nicht weiterkomme. Das wurde mittlerweile, soweit ich gesehen habe, gefixt. Es kam direkt am nächsten Tag ein Patch. Die Developer haben sich bei mir gemeldet und nämlich nachgefragt nach einer Logdatei weiter und damit sie das schnell fixen konnten. Sie waren nämlich der Einzige, also ich war der Einzige, bei dem wir es gesehen hatten. Und ich habe die Vermutung, das hängt ein bisschen mit Digstore zusammen, denn das hat auch Probleme mit den Bildern gemacht. Jedenfalls. Das konnten wir zum Beispiel auch nicht sehen, wegen dem Digstore-Overlay. Aber jetzt haben wir fancy Bilder. Also wollen wir mal gucken. Also, es gibt nur einen Zeitbooster auf diesem Level. Verwende ihn weise. Natürlich. So. Okay, ich bin bereit. Der geht unten hin, warte, aktivieren Zeitbooster, indem du auf das blinkende Symbol klickst oder die 1-Taste drückst. Okay, 1-Taste ist, denke ich, praktischer. Soll ich jetzt drücken? 1, okay, ja. Bam. Ich bin gut. Denkt dran, Link zu dem Spiel ist in der Beschreibung für 10 Euro, falls ihr es kaufen wollt. So, ja, das passt doch. Okay, los, schneller, bevor die Zeit abläuft. Ich weiß nicht, warum wir die Zeit sehen können. Nee, komm, dreh dich. Danke. Es ist manchmal nicht so leicht, weil man sich orientieren muss. Okay. Los. Dreh dich mehr. Nein, andersrum. Nein. 1. Wir haben's. Okay, gut. Da habe ich es kurz gebraucht. Das kann man nicht richtig reden, weil man konstruiert. Du machst das ziemlich gut. Danke. Aber ich könnte es selbst nicht besser. Nicht machen. Sei doch. So. Ich habe einen Plan ausgehegt, um die Server im Labor meines Vaters zu hacken. Es zeigt die Anzahl der verbleibenden Aufgaben. Verstanden. Das ist erstaunlich. Okay. Aber wie kannst du Schwachstellen der Sicherheitssysteme erkennen? Hacked Level 4. Perfekt. Also machen wir mal weiter mit Level 5. Das kann man alles nicht. Okay, Level 5. Ich wurde von Hackern aufgezogen. Ich habe viel gelernt, während ich mit ihnen arbeitete. Sie fanden mich im Web und sagten mir, dass ich eine KI war. Mit einer solchen komplexen Intelligenz könnte man mich leicht mit einem Menschen vergessen könnte. Okay. Ich brauche etwas Zeit, um zu verstehen, wer du bist. So, Level 5. Alles klar, los geht's. Oh Gott. Bin ich blöd? Okay, das war eigentlich aus Versehen, aber ich hab's geschafft. Also ich finde die Steuerung ein bisschen verwirrend, aber das liegt daran, dass ich mit WASD mache. Und nicht mit Controller, dann wird es wahrscheinlich einfacher gehen. Weil ich habe manchmal noch nicht ganz die Peilung, in welche Richtung ich die, welche Taste drücken muss, damit ich sie wie rumdrehe. So. Danke. Okay, aber jetzt kommen wir langsam rein ins Spiel. So. No. 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 Was? Das muss, so. Andersrum. Einmal drehen. Das ist doch. Okay. Na, knapp. Da war die Zeit fast um. So, Level 5 bestanden. Nun einen Schritt näher ans Ziel. Wir übertreten viele Gesetze. Aber ich weiß nicht einmal deinen Namen. So. Weiter geht's. Wir haben einen weiteren Speedboost erhalten. Weiter geht's mit Level 6. Ich kann mich an meinen richtigen Namen nicht erinnern. Hacker nannten mich das synthetische Gehirn. Aber du kannst mich einfach Cybri nennen. Oder Cybri. Cybri. Wahrscheinlich Cybri. Schöner Name, ich mag ihn. Okay, Level 6. Phantom. Achso, wir müssen drücken. Jetzt bin ich gerade befordert. Okay. Korrekt. In der Linie das da. Okay, weiter geht's. Du. Okay, und das nächste ist. Du. Okay. Noch ein paar Level und ich werde zu Hause sein. Ich hoffe wirklich, dass mein Vater da sein wird. Wie hast du es geschafft, alle Verbindungen mit ihm zu verlieren? So.
Level 7. Wie viele Level gibt es denn überhaupt? Können wir das nachgucken? Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht oder. Aber gucken wir mal, machen wir die Level. 7. Als ich ein kleines Kind war, wurde ich von einem hellen, geheimnisvollen Licht angezogen, die aus einem halb offenen Portal hervorstrahlte. Ich konnte nicht widerstehen und sah hinein, ich sah eine erstaunliche Welt. Meine Neugier trieb mich immer tiefer hinein. Ich sprang vom Server zu Server, bis ich erkannte, dass du beim Verloren gegangen warst. So, du hast eine Chance, dich erholen. Von wo du auf dieser Ebene fehlgeschlagen wirst. Ab und zu noch ein paar kleine Fehler. Wenn du sie nicht verwendest, wirst du einen kräftigen Bonus auf die Punkte zu bekommen. Also wir haben so einen Reset-Button. Versuchen wir mal nicht, den zu benutzen. Vielleicht schaffen wir es ja ohne. Wir haben auch noch unseren Zeitbooster. Bin ich blöd? Ah, drehen. Jetzt so. Ah, danke. Das war... langsam. Okay, jetzt haben wir so ein Y. So rum, so. Perfekt, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob das unsere Zeit ist, oder? Nur ein verlängertes Y. Ah, komm, andersrum. So rum, so rum. Komm, dreh. Ah, hier lang, falsche Richtung, da lang. Ja, so. Danke. So. Und jetzt haben wir da noch eins zusätzliches in der Mitte. So rum zu uns. Perfekt. Und damals hat er für einen Zeitpunkt. Eins haben wir noch. Okay, komm. So. Und andersrum. Danke. Jetzt dürfen wir unsere Boni kriegen, oder? Weil wir haben es ja ohne Dings geschafft. Weder ohne Zeitpunkt noch ohne Readings. Home Surfer Level 1. Okay, das war Level 7. Okay, das ist wahrscheinlich der erste Endboss oder was auch immer. Jetzt schauen wir unserem Ziel. Jetzt sind wir das. Kannst du die Lücke sehen? Ja, aber wir brauchen jemanden, der wirklich beweglich ist, um hineinzukommen. Ich habe jemanden, der in praktisch jedes Loch hineinkommt. Hol ihn raus. Okay. Schwärme mit 45 Cluster des Virus durch das Sicherheitsloch. Du hast eine unbegrenzte Anzahl von Versuchen, aber eine begrenzte Zeit zu attackieren. Okay, Warnung. Zu dieser Ebene ist auf dieser Ebene ist begrenzt. Gesamte der Blöcke ist begrenzt. Okay. Es läuft schon, okay. Das, oh Gott, das ist richtig verwirrend, wenn man. So. Ach. Nein, dreh dich. Danke. Das haben wir jetzt schon fast unsere Zeit aufgebraucht. Das ist. Oh Gott, ist das verwirrend. Da, das war richtig, das war richtig. Ah, dreh dich richtig, so wie ich will. Dreh dich an, danke. Okay. Boah. Das ist hart. Ich andersrum drehen und dann haben wir es, oder? Nee, was? Bin blöd. So. Ein andersrum drehen. Eins. Okay, machen wir es mal unseren Zeit. Slow Motion. Wartet, so. Andersrum müssen wir es drehen. Bin ich blöd? Ja, anscheinend. Und jetzt noch einmal umdrehen. Hallo? Yeah. Und jetzt nochmal umdrehen, warte. Was? Ah ja, das war richtig, das war richtig! Das war richtig! Okay, ist geil noch. Okay, das ist leicht zu erkennen. Muss ich nur die Drehung hinkriegen, danke. Okay. Oh, dann haben wir viel zu lange gebraucht. Zum Glück hatten wir sonst. Oh Gott. Das nach außen. Nee, nee, nee. Wir können auch einfach systematisch alles abgehen. So zum systematischen Abgehen von allem. Ach Gott, dreh dich doch. Wie lange muss ich dich drehen? Das Problem ist halt eben, dass die Ausrichtung, dass der sich komplett alles mitdreht. Weil ich drehe es einfach komplett so. So, und das ist total verwirrend. Du musst da runter. Ah, Mist. Das Verwirrende ist halt eben, dass sich das irgendwie immer mitdreht. Würde die Ausrichtung bleiben, wäre es leichter. Ein T mit was dran, okay. So. Ah. Das ist doch richtig. Was hast du? Was ist jetzt? Das war richtig.
Ey, das ist richtig. Ey, das war richtig. Dann wirst du wieder ein Level jetzt einfach versuchen, dich von den Fehlern zu holen. Ja, weiter geht's. Also das sah für mich aber sehr wichtig aus. Okay, da haben wir es geschafft. Okay, sieht aus wie eine Maus. Ohne eine Schlange. Mit Riesenaugen. So. Maus slipped in the hole. Ja, Maus. Er ist nicht hier. Sieht so aus, als liefen die Menschen weg von hier. Ich habe es geschafft, einen Teil eines Tagebuchs zu finden. 12.09.2016. Professor Samet Sky. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Ich muss an den Ort zurück, wo alles begann. Wo befindet sich dieser Ort, wo alles begann? So, Level Nummer 3, Sir, wurde gehackt. Wird gehackt. 1 von 6 haben wir. Und auf jeden Fall. Das gibt einen Countdown, das mag ich nicht. Ah, Countdown. Schnell mit der Abmoderation. So. Achso, haben wir einen Countdown. Nee, okay. Ach, keine Ahnung. Ach, Silvestrila. Egal, jedenfalls. Ich will kurz. Meine Zeit läuft weg. Jedenfalls. Das war die zweite Folge von Security Hole. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es natürlich in die Kommentare und lasst ein Like da. Also, ich finde es, wie gesagt, sehr cool. 10 Euro kostet. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Und ja, mal sehen. Ich hoffe, dass dann morgen wenigstens wir langsam alles aufnehmen können wieder. Werden wir sehen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab's gesagt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.